Hier ist das gute Stück. Fertig ist er schon mal. Ja, noch nicht fertig. Und dazu brauchst du natürlich eine Brille. Okay. Ja, jetzt alles klar. Okay. Was ist das für ein Knopf? Dann der da. So, jetzt haben wir mal einen ganz, ganz langen Video für euch, wo wir vom Anfang bis zum Ende unseren TF103 aufbauen. TF103 wird bei uns komplett neu aufgebaut, wo alle vier Teile jetzt zusammengestellt wurden. Für die Jungs, die es noch nicht gesehen haben, für die, die es schon gesehen haben, aber gleichzeitig will unser Kamerakind jetzt auch einen Film über unsere TF104 Kupplungswechsel oder Kupplungsausschimmerei auch mal ins Netz sehen. Da oder da oder da oder da oder hier oder wie auch immer anklicken. Viel Spaß! Das hier sind die Startpositionen im Überblick. Die erste Startreihe und Cristiano D'Amata, das ist das brasilianische bzw. ganz korrekt gesagt südamerikanische Trio, gab es noch nicht in der Formel 1. Beste Startposition für D'Amata, Olivier Panis auf der 4, da haben wir also die Toyota-Piloten. Okay, ihr Hübschen, heute probieren wir was Neues aus und zwar den Aufbau vom TF103. Wir haben jetzt den zweiten aufgebaut. Genau diese Autos, die ihr da gerade bei diesem Vorspann gesehen habt, die Autos waren auch damals in Japan und sind von Startplatz 3 und 4 gestartet. Und Film ab. Introducing a revolutionary new Toyota. A car with a V10 engine. A 7-speed gearbox. And a top speed of over 360 kilometers per hour. A car that comes with a champagne lifestyle and a supermodel girlfriend as standard. The new Toyota TF103. Jetzt sind wir bei unserem TF103, das ist der Chassis Nummer 8, wird bei uns komplett neu aufgebaut. Auto war ein Schoker, wir haben den von TMG so bekommen. War bei unserem Lackierer, also auch bei dieser Lackiererei, die ist auch zur Toyota-Zeit, die also Auto lackiert haben. Die haben noch die originalen Schablonen alles. Auto haben wir Silvester wieder bekommen, ist super schön geworden. Den Tank habe ich jetzt komplett neu aufgebaut, also die Leitungen, alles. Auto ist komplett nackt. Ihr seht so jetzt Step by Step, wie wir in Zukunft das Auto dann halt zusammenbauen und hoffen, dass das Auto dieses Jahr noch auf die Strecke kommt. Wie ihr auch seht, der Motor haben wir schon komplett vorbereitet, alles. Zum Glück alles bekommen. Die Kühler sind vorbereitet, die Hydraulik, die Auspuffanlage ist drauf. Genauso wie die Hinterachse, die auch schon aufgebaut ist. Getriebe war komplett nackt. Komplette Fahrwerk war alles bei der Rissprüfung. Beim Composite, also beim Carbon-Spezialisten auch natürlich. Für die Flügel und so weiter auch auf Rissprüfen. Bremse sind frisch revidiert worden, Bremssättel genauso. Und sobald jetzt der Tank, der wird heute noch abgedrückt und gecheckt. Und dann werden wir jetzt zeitnah dann mit der Vorderachse anfangen und dann sieht das alles schon viel mehr nach Auto aus, auch bald. So, dem TF103 werden wir jetzt das erste Mal nach 19 Jahren mal wieder Kraftstoff geben. Der Tank wurde komplett zerlegt soweit, Pumpen, alles neu. Teilweise mussten wir auch Leitungen erneuern. Wie gesagt, jetzt ist er bis auf die andere Seite, ist er komplett zusammen und machen jetzt erstmal eine Dichtigkeitsprüfung, also ob der auch wirklich von mir richtig zusammengebaut wurde und kein Leck hat. Anschließend werden wir die Liftpumpen laufen lassen, den Catchduck befüllen, die mechanische Pumpe dann laufen lassen und gucken, ob er auch den Benzindruck hält. Sollte das alles in Ordnung sein, gehen wir rüber, gehen wir an die Vorderachse. Also legen wir mal los. Also wir haben jetzt 76, 77 Kilogramm Benzin eingefüllt. Ist fast bis zur Kante hier vom Fuel Nozzle. Wie ihr seht, viel Kraftstoff. Ja, und ich glaube, das sieht gut aus. Gestern haben wir nochmal einen Drucktest gemacht, wie gesagt, mit unserer Druckuhr. Auch das mega. Und so haben wir jetzt mal ein bisschen was angefangen. Hier im Chassis, das war ja alles nackt. Die Leitungen und Antennen und so weiter und die Brake-Ballons zu verbauen. Wenn ihr mir mal reinguckt, mussten wir neu anfertigen lassen, hatten uns die Firma Artec, hatten sie wieder nachproduziert. Das war auch die Firma, die uns das damals das Original gebaut hat bei Toyota. Hier ist die Bremsleitung, die nach hinten geht. Und das ist die Brake Balance. Ist beim Formel 1 Auto wahrscheinlich ein bisschen anders, als wie ihr das kennt vom Tuning Auto, wenn ihr da oder beim kleineren Tourenwagen und so weiter. Beim Formel 1 Auto ist die
Brake-Balance auch hydraulisch, obwohl die nicht irgendwie an der Hydraulik vom ganzen Fahrzeugsystem irgendwie angeklemmt ist. Also ein separates System. Du baust diese Brake-Balance, wurde damals in so einer Assembly-Department, in der Hydraulikabteilung, wurde die zusammengebaut komplett. Wurde dann mit so einem Hydraulikdruckgerät auch entlüftet und allem drum und dran. Und somit ist die eigentlich wartungsfrei. Klar, wir hatten alles zerlegt, zu unserem Hydraulikmann gegeben. Genauso wie wir auch die revidierten Bremszylinder. Ihr seht, mit Linear-Putties ist alles dran. Die neuen Leitungen, wie gesagt. Hier, das sind die Hydraulikleitungen. Die sind auch neu für die Servolenkung, die unser Auto hat. Die gehen am Chassis entlang. Genauso wie man auch schon die Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist hier bei diesem Auto im Chassis integriert. Man müsste hier vorne, kannst du das alles zerlegen. Dann kommt ein Gummisack rein. Der Gummisack, der wird auf Vakuum gezogen. Jeder Feuerlöscher hat ein spezielles, Füllmenge. Und genau diese Füllmenge wird dann da eingelassen. So, in diesem Feuerlöscher, das ist so ein Wasser spezielles Gemisch, eine englische Suppe. Keine Ahnung, wahrscheinlich krebserregend. Aber egal, nee, darf ich nicht sagen, kurz werden. Aber aber total drucklos. So, und das ist da recht easy gelöst bei so einem Auto. Und zwar ist seitlich vom Chassis, ich habe das noch ausgebaut und noch nicht revidiert, ist das hier, das Bauteil, ist eine Druckkartusche. Oben, da gibt es halt einfach dann Plus-Minus drauf. So, und wie ihr seht, warte, die ist bestimmt schon, seht ihr mal, die hat jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Puckel, ne? Die werden wir jetzt natürlich neu machen. Das ist eine stinknormale Kartusche, wie es auch, ich sag mal, eine Bäckerei bei den Sahnegeräten und ganz normales primitives Ding. Dieses Gerät, also wie gesagt, dieser Druckgeber, der wird eingebaut. Sollte einer eine Feuerlöscher drücken, gibt es da einen Schlag drauf. Das ist eine Nadel hier vorne drin. Die lässt den ganzen Druck aus dieser Kartusche raus. Das geht dann über diese Leitungen hier. Dieser ganze Druck geht in den Behälter rein. Hier vorne am Behälter, damit es nicht ausläuft, ist so ein kleines Jungfernhäutchen, sagen wir. Jetzt nicht schweinisch denken, ihr wisst, was ich meine. Also eine ganz dünne Plastikfolie, die natürlich den Druck nicht aushält. Und dann geht das in diese Leitungen links und rechts hier am Chassis vorbei. Eine spritzt hier ins Chassis rein und die zwei weiteren gehen hier oben entlang, wie ihr so seht. Und hier sind die Düsen. Hier ist eine, guckt ein bisschen raus, die andere ist ein bisschen versteckt hier. Spritzt dann auf den Motor, auf die beiden Auspuffanlagen, spritzen das da drauf. Funktioniert sehr gut, wurde schon öfter mal ausprobiert, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass es nicht mehr benötigt wird an dem Äutchen. Weil die Befüllerei von diesem Tank ist wirklich keine schöne Arbeit. Zum Glück haben wir alle Teile und wir bauen die Vorderachse zusammen. Das ganze Fahrwerk, die Querlenker sowie die Rocker, die Pushrods, die Uprights, alles ist zurück von der Rissprüfung. Die Kohlefaserfahrwerke, die geben wir weg, in Computertomographen. Und das ist eine spezielle Firma im Norden von Deutschland, die uns das alles hundertprozentig gecheckt hat und auch für gut befunden hat. Also können wir wieder alles zusammenbauen. Schaut euch mal das Ding an. Das ist jetzt der letzte von unseren Wischbungs an der Vorderachse. Der obere rechte ist es. Muss mal ein bisschen geputzt werden. Wie ihr seht, es gehen Kabel durch. Die Kabel gehen hier auf der Außenseite zum Querlenker, also zum Radträger für Formel 1 Autos. Was ihr hier so seht, das ist ein Fangband. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, 2000 gab es mal einen ganz schlimmen Unfall. Beide Jordan, Barrichello und Coulthard sind draußen. Da so ein Startunfall, direkt in der ersten Kurve. Und da sind auch die Räder wieder fliegen gegangen. Und ich glaube dann ab 2001, 2002 waren diese Fangbänder. Die sind also oben in den Querlenker, wie ihr hier seht. Die werden von innen dann am Chassis, gibt es extra spezielle Halterungen. Und der untere Querlenker, das ist das hier. Ihr seht, das geht dann durch den Wischbone durch. Und wird dann hier speziell, also das ist schon, hält das schon sehr, sehr hohe Kräfte raus. Natürlich gibt es Unfälle, was, dann reißen die natürlich auch raus. Aber es ist deswegen, was, damit so ein Reifen mit Radträgern an und dann kein Marshall
Streckenposten oder sogar Zuschauer totschlägt, weil so ein Rad hat natürlich richtig Schwung, wenn das mit 100 oder noch mehr km/h irgendwie in so eine Tribüne reinschlägt. Wie gesagt, ihr seht hier den Kabelbaum. Der Kabelbaum, das geht dann weiter zum Radträger. Da werden die Temperaturen von der Bremsscheiben wird gemessen. Es sind Linearsensoren in dem Bremssattel drin, dass man den Bremsverschleiß von den Bremsklötzen genau sieht. Es sind XYZ-Sensoren teilweise. Die können die ganzen, beim Testauto war das, die haben die ganzen Kräfte messen können. Also sprich Beschleunigung und so weiter und so fort. Beschleunigung, Bremsen, Querkräfte. Wheelspeed-Sensoren haben die Autos auch, obwohl die Formel 1 Auto kein ABS hatten. Das hat, glaube ich, die wurden benutzt für die Traktionskontrolle auch. Aber da müssten wir am besten mal einen Ingenieur fragen. So, und jetzt bauen wir, wie gesagt, wir bauen den letzten Querlenker ein und dann sind wir in einer Minute wieder da. Ja, wir haben jetzt mal die zwei Frontnasen von unseren zwei 2003er Autos mal hier hingestellt. Das ist von dem heutigen, was schon läuft, was ihr im Hintergrund seht. Und das ist von diesem Neuaufbau. Wie ihr seht, ist zwar der Flügel, ist schon alles, die Flügel sind schon foliert, allerdings die Nasen noch nicht, weil er halt, ja, wie gesagt, der Folierer erst zum Schluss dann kommt und das Finally macht. Und der Flügel, der ist halt wesentlich besser zu folieren, wenn ich ihm die einzelnen Teile bringe, als wenn er schon zusammengebaut ist. Es sind unterschiedliche Specs. Ihr seht, der neue Flügel, also von dem 308er Auto, der Zusatzflügel hier, der ist einiges länger, hat hier diese Gurneys. Wo ihr seht, auch der ist jetzt auch recht flach eingestellt, aber trotzdem, er ist wesentlich weiter ausgeklinkt und ist auch ohne Gurneys, also eher was für eine Highspeed-Strecke. Ja, es gab da noch nicht so extreme Aero-Nasen, wie es dann später der Fall war. Die waren, ich sag jetzt mal, 2003 noch relativ primitiv, also noch nicht so wild, und ist recht nicht so wild, wie es heute ist. Aber na gut, ist halt noch ein bisschen was oldschool. D'Amato will be impressing the Toyota bosses at their home Grand Prix, as Kimi has no answer to him at this point. Du siehst die Teilenummer, ist natürlich eine riesen Hilfe jetzt. Du siehst zum Beispiel Anzugsdrehmomente wie hier, du siehst auch welches Loctite du benutzen musst und so weiter. Das Auto hat ja für jede Position seine eigene Schraube. Du kannst dich gerade eben mal ins Schraubenregal packen und sagen, damit mache ich jetzt einen Radträger fest, weil die haben H7-Passungen und. Aber egal, es gibt natürlich auch normale Schrauben, wie hier zum Beispiel an diesen Brake Ducts. Das sind ganz normale, wie du hier siehst, Buttonhead, sprich Linsenkopf, oder später, wenn wir das jetzt zusammenbauen, so ganz kleine M4er, M5er Senkkopfschräubchen. Wenn du natürlich so kleine Schrauben, wenn du da einen Loctite nimmst, dann und in der Schnelle, dann ist der Druckzug, sind die rund. Und dann bist du da am Ausbohren mit Linksdraht und. Wirst natürlich wahnsinnig. Und trotzdem, teilweise lösen sich und gehen natürlich fliegen. Okay. Ich weiß, Pieps, okay, passt. Aber das Allergeilste, und das ist ein alter Trick von unseren alten Zackspeed-Jungs, ist Silikon. Du machst dann die kleinen M4er, M5er Schräubchen, machst du Silikon dran. Geil. Hält. Echt geil. Das haben wir natürlich übernommen. Ich glaube nicht, dass du einen einzigen Dokument von Toyota findest, wo das draufsteht. Aber, naja, ich bin mir sicher, das war okay so. Hat keiner gemotzt, weil nichts fliegen gegangen ist. Und unsere Chefmechaniker und so, die waren damals auch glücklich mit uns, glaube ich, die meiste Zeit. Warst du eigentlich nicht Chefmechaniker? Nee, ich war Nummer 1 Mechaniker. Chefmechaniker waren bei uns Gérard Lecoq vom Race-Team und die Dietmar Michel vom Test-Team. Dem muss ich auch mal Bescheid sagen, weil er kommt auch aus meiner Ecke, dann nochmal den Grill anmachen. Dann müssen wir demnächst mal ehemaligen Treffen machen. Das ist immer geil. So, wenn du siehst, das ist der Master-Switch. Da machst du das Auto an. Und letztes Mal habe ich euch ja erklärt mit diesem Feuerlöscher, mit dieser Kartusche, die da hochgeht, diese Sahnekartusche, sage ich dazu, und so weiter und so fort. Und diese Kartusche, die muss ja irgendwie aktiviert werden. Und dafür haben wir hier
eine ganz spezielle Batterie drin. Die habe ich jetzt erneuern lassen von einem guten Bekannten von uns, weil die war natürlich nach über 20 Jahren auch platt. Und wenn du so siehst, du steckst ein und es ist wieder einer zu Hause. Also ist die Garantie auch da, dass definitiv der Feuerlöscher funktionieren wird. Die Pushrods, die gehen hier auf die Rocker. Die Rocker, seht ihr hier, das ist diese Umlenkung hier. So. Und die Stoßdämpfer liegen da schon bereit. Die werden dann so schräg eingebaut. Allerdings haben wir es nicht wie am normalen Auto, wo wir es kennt bei McPherson oder sonst wie beim Straßenauto. Unsere Autos haben an Federn haben die Torsionsstäbe. Also im Englischen Torsion Bars. Die Käfer und Alt-Porsche 911 Fahrer unter euch, die wissen, wie das funktioniert. Also quasi sein Drehstab als Feder. Auch natürlich beim Formelauto ein Grund des Platzes und auch vom Gewicht, weil wenn du so ein Ding in der Hand hast, das wiegt nichts. Und im Vergleich natürlich zu einer Druckfeder ist das natürlich schon ein Riesenunterschied. Das nächste Mal, wenn ihr kommt, haben wir auf jeden Fall die Cooling Ducts, die Bremsscheiben sind drauf, die Bremssättel sind dann auch montiert vorne und ich hoffe, dass ich den Kabelbaum und die Pedale und das alles drin habe. Ja, und dann viel Spaß mit Alessandro, dann geht's weiter auf Englisch. This is the Step 10 ECU from Magneti Marelli, original ECU from back in the day, and this is collecting all the signals from the rear of the car and the engine, and to post-process them and to run the engine-related hardware, which is left side and right hand side slave boxes, which are there to manage the ignition and injection. Everything else is handled by this ECU, and now we have a brand new loom. We checked it completely, and now we fit the ECU to its housing. We start connecting, and then let's see if we have some connection on the engine side. Let's see. And now we move the rear end close to the car. This is the old original jump battery from back in the day, where we have all the looms and the battery to switch on the ECU. Very old Panasonic laptop, so Panasonic was the main sponsor. And PCM CIA slot, Windows XP. Oh, it's on. And da-da. We have, let me just show, so all the preliminary tests we've done were, so that means that we have communication. Now we need to make all the calibrations for all sensors in the car to calibrate them or to insert the parameters for the sensor we already calibrated offline from the car. And slowly we start putting everything together. Also, jetzt haben wir das Motörchen ist ja dran, mit allem drum dran. Den hatten wir jetzt mal vorgeheizt. Jetzt werden wir mal durchdrehen. Der Hermann schaut dann mal rein, ob die Ventile alles da auch den Weg gehen, den sie gehen sollen. Wir drehen den Motor gegen den Uhrzeigersinn. So ist die Drehrichtung bei unserem Motörchen. Wir haben von, da unser Regulator hier noch gerade in der Reparatur ist, den Pneumatikregulator, haben wir den von einem anderen Auto ausgebaut. Luft ist auf den Ventile drauf. Und ja gut, jetzt schauen wir mal, ob der Hermann zufrieden ist, wenn wir drehen. Alles klar. Dann Spezialwerkzeug haben wir hier schon reingesteckt. Ihr seht, das ist unser Spezialwerkzeug. Das ist quasi der Führungsdorn. Und da gehen wir jetzt mit einer Ratsche, mit Verlängerung, also mit einer Drehmomentschlüssel drauf. Und jetzt gucken wir mal, was das gute Ding so hergibt. Hermann guckt da oben. Wie gesagt, wir haben Zündkerzen, Zündspulen, alles jetzt rausgemacht, weil sonst wäre natürlich das Drehen so leicht nicht möglich. Und jetzt natürlich auch mal hier, die Leute hatten ja auch gefragt nach der Größe der Kupplung. Jetzt siehst du natürlich hier perfekt die Kupplung gerade. Hier geht die Hydraulik dran, das ist der Spider, nennt man das. Das ist quasi der Kupplungszylinder. Ich glaube, das wurde sonst immer in Zoll gerechnet. Können wir mal gerade sehen, wir haben ungefähr... Also 110 mm ungefähr hat die einen Außendurchmesser. Und die muss schon einiges abkönnen, ne? Perfekt. Ja, super. So, dann hatten ja einige von euch Fragen, was die pneumatische Ventilsteuerung an so einem Formel 1 Auto betrifft. Und da würde ich sagen, dann schalten wir rüber zum John ins Museum. Der hat da ein schönes Schnittmodell, wo es euch gerne erklärt.
Okay, Leute wollten wissen, warum du hast ein Pneumatic Feder unter die Ventile. So im Prinzip, wenn du hast ein normaler Feder, wenn du drehst das Ding mit 19.000 RPM, das Feder bleibt stehen. So was du hast ist in dieser Kammer hier oder hier, ja, du hast ein Luftpolster. Wenn der Ventil geht runter, dieser Ventil ist offen im Moment, aber das bewegt da und ist gegen ein Luftpolster oder hier. Ja? So, das ist eine Dinge. So, wenn der Volta gucken, so, da gibt es verschiedene Varianten von, kannst du sagen, Throttle Butterfly. So, wenn du guckst da runter, so im Prinzip ab Moment ungefähr da ist Leerlauf, ja, und dann das geht offen bis so, und da, wenn du guckst komplett rein, du siehst das Ventil, und die Einspritzdose sitzt in der Mitte ganz oben drauf. Bevor wir den Motor natürlich so schön drehen konnten, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, haben wir erstmal die Zündkerze und die Zündspulen rausgeholt. Hier seht ihr so eine Baby-Zündkerze, so ein Formel-1-Auto. Natürlich braucht man dafür auch, wäre ja langweilig, wenn das ein ganz normaler Sechskant wäre, braucht man dafür auch ein Spezialwerkzeug. Was wir zum Glück alles haben. Bei dem Modell hier haben wir noch die Zündspulen und die Zündkerzen. Alles hier unter dieser kleinen Kohlefaserabdeckung, die mit so Schnellverschlüssen, 3DS heißen die, abgedeckt sind. So, das haben wir später nicht mehr, weil das ist ja alles unnötiges Gewicht. So, da seht ihr unseren Zehnzylinder. Und haben damals, wie ihr so seht, ein klein bisschen was Kupferpaste ans Gewinde gemacht. Habe ich auch damals so in der Ausbildung bei den normalen Autos, Volkswagen, habe ich das auch so gelernt. Hat mir immer so ein klein bisschen an die Gewinde, ein bisschen was Kupferpaste gemacht. Manche Sachen verfolgen einen ein Leben lang. Das ist natürlich hier. Und das ist jetzt auch so eine Sache. Was hätten wir jetzt dieses schmale Engine Cover, müssten wir extra den Ausbau. Guck mal hier, da beim letzten Zylinder liegt das Werkzeug hier schon komplett an. Hast du dieser schmale Engine Cover, dann geht der ganze Ausbau, der geht hier so richtig Richtung Zylinderkopf. Und dann, wenn du dann Kerzen wechseln musst, was okay, natürlich auch beim Formel 1 Auto nicht oft der Fall ist, aber trotzdem musst du den kompletten Auspuff abbauen. Das heißt, Auspuff abbauen. Pro Flansch sind es 4 Schrauben, 10 Zylinder, also Muttern sind es, 10 Zylinder, 40 kleine K-Nuts. Und dann bist du damit zum Gelenknüsschen, ich glaube eine 6er oder 7er Schlüsselweite ist das. Jetzt die Zündspulen. So, die rechte Seite ist drin an Zündspulen und Zündkerzen. Jetzt machen wir auch die linke Seite. Und jetzt werden wir mal eine Formel-1-Lenkung einbauen in das gute Stück hier. Und zwar, wenn ihr schaut, ist ein bisschen was kleiner als wie im normalen Auto. Ist natürlich auch ein Bauteil, was extra für unser Auto nur gemacht wurde. Drucksensoren, weil es auch Power Steering hat, also auch servounterstützt ist. Hier haben wir noch einen Lenkwinkelsensor. Der wird dann nochmal eingestellt, wenn das Auto dann zum Vermessen auf die Böcke geht. Und ja, ist ein ziemlich komplexes, kleines, mega geiles Bauteil, was jetzt auch vom Remco wieder revidiert wurde, von unserem Hydraulikingenieur, der auch gerade heute im Hause ist. Da hinten der gut aussehende Mann. Mit den langen Haaren, mit der anständigen Frisur. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal mein Glück probieren und das gute Stück hier einbauen. Am besten machen wir da mal einen Ton aus, weil es könnte sein, dass ich dabei ein bisschen was fluche. Aber gehen wir hin. Thank you.
wie ihr seht, sind wir gerade alles am Abbauen. Die Jungs am Computer sind alles schwer konzentriert. Wir haben das schon im Startapparat. Und ich denke mir mal, in den nächsten Minuten werden wir dann hier nach 19 Jahre Stille das Mäuschen nochmal laufen lassen. Wie ihr gesehen habt, aber das hat heute schon auch gut gelaufen. Es sind natürlich noch einige Sachen dran zu machen, wie ja, die Elektrik schön und... Das Auto wird jetzt foliert vom Friedhelm, der auch damals die Autos foliert hat für uns in Köln bei Toyota. Also mit den originalen Aufklebern, allem drum und dran, wie es sein sollte. Und ja, dann sehen wir uns dann bald auf der Strecke. Noch Setup gemacht und dann sind wir durch. Jo, der Friedhelm war jetzt da gewesen. Hermann und ich, wir werden dann sehr zeitnah alles packen und dann geht's ab nach Mugello. Was soll ich denn kommentieren? Jetzt wird gefrühstückt. Also du machst quasi den Unterschied zwischen Österreich, oder nee, Deutschland sind wir ja noch, und italienischem Kaffee. Aber du musst den dann bewerten, weil... Ja. Ist ja noch deutscher Kaffee, ne? Ja, der geht. Der ist halt wie aus einer... deutschen Kaffeemaschine, ne? Auf nach Italien. Der da, der fummelt immer an mir. Das heißt... Ach, bist du mal im Film. Lieber Herr Fuchs, ich würde mich jetzt hier offiziell gerne bewerben wollen, weil Sie ja quasi jetzt immer 6 Monate in deinem schönen neuen Heim. Und da habe ich gedacht, das wäre doch super. Dann könnte ich schön bei Ihnen anfangen. So Halbtagsjob, 2 Wochen da, 2 Wochen weg. Für unglaubliche 86,5 im Jahr. Und... ja. Aber 5! Man darf nie gerade Zahlen werden. Und die 2 Wochen, wo ich dann da wäre, würde der Dirk mich einfach so anstempeln. Kommt dann gar nicht. Das ist ein Kündigungsgrund, du Sickel, dann bin ich auch arbeitslos, Abi. Hör auf! Weltweiter Unterschied. Die Italiener können Kaffee. Was soll ich da noch sagen? Baccio. Also wie ihr euch vorstellen könnt, beide Autos sind von 2003, wisst ihr ja jetzt. In der Saison 2003 haben wir wirklich versucht, den Kontakt da zu der Spitze zu kriegen und unmenschlich viel getestet. Ich meine, 4, 5, 26 Tests haben wir in der Saison gemacht. Das Auto hat sich sehr stark verändert über das Jahr 2003 und einige wissen es vielleicht. Da war ja auch ein bisschen was, das ist ja eine Ferrari-Kopie, da war ja ziemlich viel... ja, Stress drumherum. Kannst du das auch aber so offiziell sagen oder so im Nachhinein? Ja, es war sehr viel, das kann man aber alles nachlesen, aber dann können wir später mal drauf eingehen. Wenn Interesse besteht, aber dann muss ich mich nochmal schlau machen, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber
es war schon ziemlich viel los bei uns damals, wo auch mit Polizei und Büros wurden gestürmt und. Ja, vielleicht, wenn die Follower das kommentieren, dann... Ja, wenn Interesse besteht, was können wir da ein paar Sachen drüber sagen. Egal, auf jeden Fall... Pulverisiert. Pass auf, Schlag nicht kaputt. 2002 sind unsere Autos noch komplett mit Stahlsuspension gefahren. Also Wishbones, alles war noch aus Stahl. Während der Saison wurde das dann alles auf Kohlefaser umgebaut. Die Evolution von dem Auto war in dem Jahr schon sehr, sehr extrem. Unsere Autos haben jetzt alle Kohlefaser-Suspension. Ich hatte es eigentlich so gewollt, dass mir so ein bisschen was das eine Auto auf den Anfangsspec lassen, von der Aerodynamik und so weiter und so fort alles. Und das zweite Auto dann, wie es halt zum Schluss, zum Ende der Saison war, wo du es direkt erkennst, ist nur so eine Twitter-Version. Diese Batchboards. Hier an der Seite diese großen, wir haben die Turning Vents genannt. Die waren beim 2003er Auto noch so wie beim 2002er Auto am Anfang von der Saison. Nach einigen Monaten, wenn ihr mal gerade umschwenkt auf das Auto, seht ihr, wurde dann diese flache untere Version gebaut und auch gefahren. 2003er Auto erkennt ihr immer daran, wenn ihr von hinten guckt, ist das Auto der einzige Toyota Formel 1, der dieses ovale Endrohr hat mit diesem Steg drin. Dieser Steg. Das ist auch das Endrohr, ist nochmal so ein kleiner Aufsatz drauf. Und dieser Steg, der musste drin sein, weil ohne Steg durch die Vibrationen sind uns die Auspuffe vibriert, also gerissen. Ansonsten sind sie sehr ähnlich jetzt, aber wie gesagt, wenn ihr das sehen würdet, in Köln bei Toyota kann man es sehen, wenn man genau auf die Details geht, wie stark sich dieses Auto verändert hat im Laufe der Saison. Und wie gesagt, der Chefdesigner damals war Gustav Brunner. Und daher natürlich auch der Kontakt zu Ferrari und zu dem 2004er, der da in der Box steht. Das war dann schon das Auto, wo der Gustav Brunner uns leider verlassen musste. So viel zu unseren Autos. So für den 3 Jahren, einen kleinen Einblick gehabt. Wir fahren gleich mit dem Auto. Die zwei Dreierautos, die sind gut gelaufen und an dem Vierer, den wir jetzt nach länger mal wieder gefahren sind, da hat ein bisschen die Kupplung geschwächelt. Genaueres wissen wir noch nicht, ob da jetzt Öl drauf gekommen ist oder ob da vielleicht ein Sensor war oder einfach der Verschleiß etwas höher war. Auf jeden Fall werden wir dann zu Hause mal das Getriebe ziehen und Kupplung uns mal genau angucken. Und ja, und ich hoffe, beim nächsten Event haben wir noch ein paar neue, andere Schätze dabei, dass ihr auch mal wieder kräftig bei uns anklickt. Dann schönen Tag noch. Ciao.